Singleplayer, load game, April 25. Ja, in Wahrheit ist es jetzt schon das neunte. Für die, die bei YouTube zuschauen, ist das schon die neunte Folge. Weil ich aus diesem einen Stream das letzte Mal 4 Folgen gemacht habe. Verdammt! Mit Hilfe von Magie. Und deswegen ist es jetzt auch schon. Ich hatte noch nie so ein großes Backlog bei irgendeinem Spiel, glaube ich. Aber es ist schön! Es ist schön! Wir werden nie wieder Thea spielen müssen. Also, ich mache mir gerade mega Spaß. Aber ich glaube, bis im nächsten Jahr oder so muss ich Ken Thea zweimal spielen. Für den YouTube-Channel. Alrighty. Das ist jetzt ein bisschen nicht so gut gelaufen. Wir haben ein paar Leute verloren. Aber wir haben auch zum ersten Mal einen Level 7-Encounter geschafft. Das ist dope, aber wir haben leider unsere einzige Kriegerin verloren, was schon etwas schmerzhaft ist. Und einen unserer Serkers, was auch etwas schmerzhaft ist. Also insgesamt muss man sagen, die Schmerzen sind groß. Wie lange seid ihr denn eigentlich noch, Kinder? Kannst du die nächste Kriegerin werden? 35 Runden lang. Also sie kriegt vielleicht ein Level-Up dazwischen. Du kriegst vielleicht auch ein Level-Up. Und wir haben eine, die wir eigentlich zur Hexe machen wollen. Wenn ich mich richtig... Ja, da ist der Rabe. Come on. I believe in you. Petcrow. Können wir dir... Es increases perception. Es ist so weird, dass es das nicht... Haben wir eine Katze bekommen? Nein. Wir haben keine Katze bekommen. Ich hätte gehofft, wir hätten eine Katze bekommen. Katzen sind nämlich eigentlich super für Hexen. Die erhöhen Mysticism und so. Nein, ich sehe hier nirgends eine Katze. Alright, wir sind etwas geschwächt. Wir können dafür mehr herumzahlen, was auch nett ist. Wenn wir ein Pferd bekommen haben. Wir haben überhaupt nette Sachen bekommen. Okay, wir müssen als erstes mal wieder die... Ich weiß nicht, wieso man das jedes Mal wieder machen muss. Die Ressourcen toggeln, aber es ist so. Sag mal, habe ich die Ausrüstung, habe ich jetzt zurückbekommen, gell? Nachdem die alle Mause tot sind. Wir haben hier schon Dazzling Medium Armor. Mit Cheba, kannst du irgendwie Dazzling Robes bekommen oder so? Das ist ihm schon wieder zu schwer. Das ist ein echter Schwächling da. Elven Medium Armor, Dazzling Robes. Nix will er davon, nur die Schirchen. Warte mal, was ist das hier? Monster Medium Armor. Die haben so viel Armor. Burschen. Na gut, geben wir dir das mal und Mädels natürlich. Mariana, wie viel kannst du noch? Elven Medium Armor ist was, 116. Ah, oh, das geht sich so knapp nicht aus. Ich kann dir Dazzling Ropes geben. Nee. I dig. Wobei du eigentlich unnötig bist. Ich verwende, naja, du brauchst es eigentlich. Das ist nämlich nur Shielding in der körperlichen Ebene. In der körperlichen Ebene will ich sie eh nicht verwenden. Weil sie nicht wirklich so the shit ist. In Sachen körperlicher Ebene. Hat nicht den der andere noch ein Wand bekommen? Du, Mädchen, liebe Ustka, du brauchst da mal noch in der Rüstung, das geht ja so nicht. Elven Medium Armor für dich auch, haben jetzt beide meine Jäger. Das Dazzling Medium Armor, das ist 20,6. Elven Medium Armor, ebenfalls 20,6. Same thing. Was ist mit dir? Ladder Ropes? Ja, das ist auch gerade erst da. Das ist gerade noch raus. Geht 7,2 Minuten und Dazzling Ropes nicht zufällig besser. Mm-mm. Same thing, same thing. Das heißt, wir könnten die eigentlich noch... Hm. Wir könnten dir die Intelligenz verpassen gerade. Hat ein bisschen Bock drauf eigentlich. Hat Increased Destiny? Nein. Wo ist unsere Intelligenz? Ding sie. Dazzling Jewelry. Bam. Jetzt ist intelligenter. Das ist gut. Wir haben ihn kurz versucht, auf was anderes zu trimmen, aber mittlerweile müssen wir ihn wieder auf Intelligenz trimmen. Weil ja, der andere, der gute Waldemar, ist leider draufgegangen. Das arme Schwein. Gott hab ihn selig. Und so weiter und so fort. Warte mal, du solltest mal das bekommen. Third Jewelry? Kriegst du mal Destiny, wenn du keine Hexe wirst? Das habe ich schon 5-mal gesagt. Und dann sind sie alle keine Hexen geworden. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt, innerlich. Aber ich habe es nicht gezeigt. Weil ich das sehr gut verstecken kann. Meine Gefühle. Alright, Dryad Scroll. Random Blasts. It's kinda dope. Mit Destiny und Lullaby. Ich meine, Random Blasts sind schon dope. Na, kann man jetzt sagen, was man will. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber Random Blasts sind dope. Hm, habe aber niemanden, der da wirklich reinpasst. Was ist das hier? Oh, Increased Gathering und Increased Crafting. Also wir haben dir mal natürlich, das ist ein Dazzling Gathering Tool. Du hast mal allein an das, ja, das passt auch. Hm? Ja, aber du hast die Wisdom hier, die natürlich... Wobei, warte mal, hättest du mehr Gathering, wenn ich den so... Ich will dich aber eigentlich nur craften lassen. Will ich gar nicht gathern lassen. Das ist 5,2. Ich meine, wenn man das hier raus hat. Nur mal so nachgefragt, you know? 16,4. Ja, chill kurz. Wenn wir jetzt dir das stattdessen reinhauen, hast du 15,2. Ich meine, das Gathering ist schon besser mit dem Iron Crafting Tool hier.
Ich weiß nicht, ob du wirklich so Wisdom brauchst. Du bist halt mehr. Bist nicht so für den Kampf hier. Bist wirklich nur mehr im Allgemeinen fürs Craften zuständig. Dir geht's auch gut, okay. Ich glaube, sonst sind wir gut versagt. Ah ja, du bist der Einzige. Aber du hast ja kein. Ich meine, dir kann man ja nichts geben, weil du so ein Schwächling bist. Ohne dich jetzt irgendwie verletzen zu wollen oder so. 124. Na, kann nichts machen. Das ist sogar das ist ihm zu schwer. Guck mal, auf 80. Und er hat nur 279. Alles ist ihm zu schwer. Das, was Elfen tragen können, ist ihm zu schwer. Ich meine, wie gesagt, wiederum. Ohne dir auf die Füße treten zu wollen. Aber vielleicht hin und wieder. Bisschen Krafttraining machen. Alright. Wir gehen jetzt dahin, weil wir haben schließlich gerade diese Minen freigeräumt, glaube ich, damit unser lieber Wissenschaftler dort sich anschauen kann, wieso hier eigentlich das Shattering gerade passiert oder das Shattering. Und wenn nicht, und wieso wir eigentlich alle draufgehen. Das ist doch schon interessant, das zu wissen, wenn man schon am draufgehen ist. Also fände ich jetzt halt. Okay, ich habe jetzt gerade ihnen gesagt, sie dürfen alles essen, das dürfen sie nicht mehr, weil die schon alle draufgegangen sind. Also mittlerweile ist jetzt wieder wurscht. Jetzt wird wieder nicht mehr das große Fressen hier stattgegeben. Jetzt dürft ihr nur noch das da fressen. Immer noch 33 Runden. Das ist keine Fein. Und feuermäßig haben wir die beiden ausgeschaltet. Wunderbar. Ich glaube, sonst machen wir nichts. Also gehen wir vorbeischauen. Mhm. Servus. You finally entered the Red Cave, wofür wir den Kampf in der letzten Folge gemacht haben. And you now realize the meaning of its name. Warte, ich hab's. Es ist rot. The walls and floor are rough, layered with blood red moss and black veins. Ah, there we go. Faint crimson light lingers beneath this odd canopy, pulsating quietly in slow rhythm. Wait to see what the alchemist wants to do. Go in. Ich meine, er ist mir ja schon ein bisschen suspekt. Der gute Herr Alchemist. Aber schauen wir es uns an, oder? Man muss ja sich nicht immer vordrängen. Das ist an der Supermarktkasse nicht okay. Das ist sicher auch in Tier 2 nicht okay. He stares his mouth wide open and eyes lit up and gestures for you to move forwards. Okay, sure. Da will man einmal höflich sein und dann geht's auch schief. Go in. You move through this odd tunnel and find several paths. Some leading to small alcoves. Ah, das erinnert mich dermaßen an Imbruch. Alcoves. Dass das Wort existiert. Kennt ihr Imbruch, wenn ihr Imbruch nicht kennt? Raus aus dem Stream, Imbruch schauen gehen. Super Film. To small alcoves that are clearly used by the bandits as storage. Other paths are entirely... Oder Let's Play natürlich, sorry. Für später. In 10 Tagen oder so. other paths are entirely collapsed. The only remaining way leads to what looks like an entrance to another larger tunnel. Von Tunnel zu Tunnel. But there is a membrane blocking your way. Das fühlt sich alles, meine, schaut alles ein bisschen lebend aus, oder? Rot, schwarze Venen, Membranen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, dass wir hier sind. Ask the alchemist what he thinks. Ja, was ist mit ihm? Wegen ihm sind schon 2 Leute tot. Er könnte sich jetzt bitte mal ein bisschen anstrengen. The scholar takes his time to study the membrane and speaks. It is beyond me for now, but the samples tell me it is infused with old magic, yet at the same time is organic. Odd. Very odd. Indeed. I see 2 ways we can work on a mystical solution, or well, bash it. We need someone strong, a magic user, or a dwarf or a goblin to figure this one out. Come back later. Ja, mein Zerker ist nicht der. Ich habe einen Magic User. Ist das Spiel schon wieder am Crashen? Weil ich bin kein Fan davon, dass das Spiel jetzt findet. Oh, jetzt müssen wir uns nicht mehr bemühen. Wohl! Spiel. Don't be a dick. Wir wollen mehr Fleisch machen, oder? Roulade haben wir weniger gehabt als Cakefish, Fischcake. Eins von beiden. Einmal. Zweimal. Wenn wir da eh schon. Deppert rumhocken müssen, dann machen wir uns wenigstens 60 Rollader draus. Break Camp, again. Sag mal. Bin ich so overencumbered? Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, wir müssen ihn das liegen lassen, glaube ich, langsam. Was haben wir denn alles drin? Wir haben viel weniger Leute, das ist halt auch noch das Problem. Das ist alles ein Bullshit. Wo ist denn da, wo sind so blöde... Wo ist Sandstone zum Beispiel? Davon habe ich doch einiges bekommen. Niemand! In der gesamten Welt. Wir brauchen kein normales Leder. Ja, kann ich das wegkillen? Nicht Group 1. Kann ich das einfach recyceln? Das da. Hier darf ich nicht recyceln. Wie hau ich das weg? Ist das weg? Nein.
Wie heuch. Please. Please. Please! Okay. No, seriously. Wie heuch ihn das weg? Wie heuch. Go away. Ja. Na, dann crash ich wieder das Spiel, wenn ich es von Group 1 zu Group 1 gebe. Dude, don't fucking. Oh, warte mal, Shift-Click geht so. Kann ich? Moment kurz, Moment kurz. Sorry, ich muss kurz was googeln. Nämlich, wir zwei. How to throw stuff away. Ist keine gute Google. I don't understand party in comments. Demo first. Leave stuff. Wir zwei. Leave stuff. Wie? Nein, nicht how do I leave the village. Das Problem hatte ich auch schon. Aber how do I throw away shit? Ich habe ein bisschen Angst davor. Oder was ist? Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich das mache. Okay, confirm close. Oh, ich glaube, ich habe es liegen gelassen, oder? Oh, ich kann schon weitergehen jetzt. Na, wir gehen mal dahin. Das ist einfach nur Zeug, das... Oh, okay, ja. Ist jetzt der andere, ist es schlimm, dass das auch Group 1 heißt? Weil das ist vielleicht problematisch. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann hier nie wieder vorbeikommen, weil das Spiel wahrscheinlich crasht, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikomme. So. Geht wieder ein Bone weg? Ja, alles weg. Alles weg. Braucht keine Sau. Wir haben so viele Letter Gathering Tools, das ist nicht mehr normal. Wir haben auch so viel Jewelry. Ja, aber die sind ja. Wie schwer sind die? Ich meine, da, 29 Sandstone, weg mit dem Schwachsinn. Ich weiß jetzt halt nicht. Ach, das ist alles schwierig. Das ist alles schwierig, Sandstone Heavy Armor. Will ich es haben, will ich es nicht haben? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Aber ich sollte mal wieder kurz zurück auf meinen Twitch-Channel. Ja, da wärmer. Alles cool. Holz will ich nicht loswerden. Ich meine, wir können ihn nicht verkochen. Wie schwer bist denn du? Hilft mir das was? Nicht so viel. Es ist ja blöd, dass jetzt einige gestorben sind von mir. Wenn man die sagt, ist einer von euch besser? Ja, du bist besser. Also weg mit dem Schmarrn. Die ganzen... Na, Bockenschwein. Weg damit. Weg damit. Weg mit dem Zeug. Den Rest, glaube ich, würde ich gerne dabei wahrscheinlich vielleicht möglicherweise hey behalten. Maybe. Wollen wir das alles wieder aufsplitten? Das sind nur Knochen. So viele Bone Shields, die eh nichts bringen. Weg mit den blöden Bone Shields. Eisen. Normales Eisen, wobei wir haben noch kein besseres Eisen gefunden. Golem Leather. Das ist, glaube ich, noch eine Stufe her. Wir haben mittlerweile 57 Gold rumliegen. Holy shit. Wir sind reich. Bringt leider auch nichts. Wir haben auch keine besseren. Also nicht freigeschalten, was besseres als Amber. Sind immer noch komplett over in combat. Ich habe ein Pferd. Kann sich das nicht ein bisschen anstrengen, das Pferd? Please. Okay, das ist... Dann bin ich auch los. Amber Ad Effect. Will ich das überhaupt irgendwann machen? 1,2 mal Weapon Attack. Du hast 1, das weg damit. Amber Club. Ah. Auch nix. Na, das ist alles nur für Leute, die nichts können. Ich liebe die Multiplikatoren als die Addition da. Okay, das ist. Kind of fine. Sind wir 5530, sind immer noch over encumbered, sind ein bisschen weniger over encumbered. Hey! Wer seid ihr jetzt eigentlich? Angry Bandits spot you and they don't look like they're going to talk? Yo, Leute, though. Wir können nicht. What? Wieso habe ich jetzt einen 5er Fight? Ich hatte gerade einen 7er Fight und bin gerade noch so rausgekommen. Okay, wir müssen jetzt einen 5er Fight machen. Servus, Matzia! Was das für ein Spiel ist? Geht sich nicht aus? Was? Das geht sich nicht aus. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Mein Freund. Matzia-san, das ist Thea 2. Das ist, wie soll man sagen? Hast du Thea 1 gespielt? Da hättest du mir schon mal was voraus, weil ich habe das nicht gespielt. Man rennt rum, so wie ich es jetzt gerade mache, mit einer Party. Man kann sich sein eigenes, Gear zusammen craften. Und dann gibt's, das siehst du jetzt eh gleich, gibt's ein Kampfsystem, beziehungsweise ein Challenge-System, wo das Ganze auf Karten basiert.
Wir werden jetzt leider voll aufs Maul bekommen, wahrscheinlich, was mich extrem traurig stimmt. Und es ist super im Early Access. Der Auto-Resolve, wer was? Fuck. Der Auto-Resolve hier, also man kann das alles automatisch auswürfeln, dann sehen wir auch, was passieren würde. Total Defeat. Doesn't sound good. So, resolve manually. Schauen wir mal, was schlimm ist. Die haben eine Hexe dabei, wenn ich keine habe. Okay, hoffentlich sind es die richtigen Leute. Okay, wir haben nicht Bogu. Bogi ist nicht dabei, which is a problem. Und wir haben keinen Tank. Außer das, was er daher zaubert. Das ist jetzt das Kartenkampfsystem. Wir haben hier unsere Charaktere, leider nicht alle, weil wir eine zu große Gruppe haben. Das heißt, das Spiel tut sich nur zufällig die 7 Charaktere aussuchen, die wir mitnehmen dürfen, wo mein Auserwählter nicht dabei ist, was jetzt diesen Kampf noch schwerer macht, als er schon gewesen wäre. Schrecklich. Schrecklich. Okay, wir müssen hier, und wir haben auch überhaupt keinen Platz. Wir müssen hier mal zwei Unliving beschweren. Okay, können ein bisschen was. Können ein bisschen was, könnte schlimmer sein. Du haust ihn nicht sofort weg, which is good. Dann brauchen wir, kannst du Double Toss? Du kannst Double Toss, ist aber wahrscheinlich diesmal gar nicht so gut, oder? Ist schwierig zu sagen. Na, ich glaube, wir hauen über 18 hinterher. Damage-wise. Double Toss ist so, steht eh dabei. Also, wie ihr seht, ich kann die Charakterkarten verwenden. Okay, nochmal, von Anfang an. Wir haben hier Aktionspunkte. Und das seht ihr hier. Wir stellen jetzt die ganzen Karten auf. Wenn diese ganzen Runden vorbei sind bis hier und alle ihre Aktionspunkte ausgegeben haben, beziehungsweise so viele, wie sie davon ausgeben wollen, gibt es zwei Kampfrunden, wo das Ganze hier in einer Reihenfolge jeder Charakter dazu kommt, seinen Zug zu machen. Das, was ihr hier oben rechts seht, diese Uhr sagt, wie schnell sie sind. Also der ist zu Zeitpunkt 6,2 dran. Meine zwei Untoten sind zum Zeitpunkt 0 dran. Das heißt, ihr seht hier, momentan, so weit wie wir jetzt sind, wäre die Abfolge der Dinge, zuerst kommen meine zwei Untoten dran und dann er. Er macht 26 Schaden mit einer Target Single Melee. Und sie machen 5 Schaden jeweils mit einem Target T-Splash. Das seht ihr mit den kleinen Zielscheiben hier, wo sie hinhauen würden. Wir müssen jetzt mal rausfinden, was wir eigentlich machen wollen als zweites. Tank nicht so gut. Das hier mit dem Double Splash ist, wenn niemand von ihnen in der Melee Row steht vor ihm, macht er zweimal diesen 14. Also greift er zwei verschiedene Leute an mit 14 Schaden. Das wird nur leider nicht passieren, weil er die Reihe hier zumachen wird. Naja, ich glaube, es ist besser, wir kommen hier mit 18. Naja. Also haben wir nicht raus. So viel Damage wie möglich. Und irgendwer wird noch tanken müssen. Okay, du bist nicht so übel. Ich meine, ist jetzt schon übel, aber nicht so übel. Jetzt kommt der Herr, mit dem ich gerade die Unliving beschworen habe, nochmal dran. Wenn man den gleichen Charakter nochmal verwendet, seht ihr hier, braucht man jetzt zwei Aktionspunkte, statt wie am Anfang einen Aktionspunkt dafür. Das heißt, je öfter man den gleichen Charakter wiederverwendet, desto mehr Aktionspunkte braucht man. Um ihn eine Aktion machen zu lassen. Wenn wir den Charakter auch zweimal beschweren würden, das haben wir jetzt bei ihm nicht gemacht, weil einmal sind es ja die Untoten hier, die unseren Job machen, dann wäre er auch zweimal am Feld und wäre dann sozusagen ein Klon von sich selber und die teilen sich dann die gleiche HP und die gleiche Rüstung. Also ist jetzt zu kompliziert und noch nicht weiter wichtig, ihr werdet es eh gleich sehen. Wer könnte jetzt noch halbwegs tanken? Es kann überhaupt niemand tanken. Du bist die Einzige, die irgendwie so was Ähnliches wie tanken kann mit 23 Rüstung. Aber das will ich dir auch nicht. Ich meine, wollen wir das Kind opfern? Nee. Es kommt nie gut. Sind immer alle angefressen auf einmal. Wenn man ein paar Kinder opfert. Aber was soll man mit dir machen? Das geht auch. Aber wen soll ich da hinstellen? Ich habe niemanden mehr, der wirklich Nahkampf machen kann. Ich kann da nicht zweimal. Ich würde am liebsten nochmal die Untoten beschweren, aber das geht sie nicht aus. Also ich muss da irgendwen davor einstellen. Ich meine, am wenigsten stört es mich, wenn du stirbst, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich nichts gegen dich, liebe. Wie heißt du? Mariana. Du bist sicher Opfer der Kinder. Nein, aber aus denen kann ja noch was werden. Du magst keine Kartenspiele, aber du magst das Ausländisch, das ich spreche. Ja, das ist immer so im Leben. Hin und wieder muss man da dazwischen abwägen. Kann nicht alles haben, nicht wahr? So ist es. Okay, ich glaube, wir machen dich nochmal und hauen die sie. Ja. Yeah. Und hauen sie rein. Ich hoffe, das wird nicht alles schrecklich. Ich kann jetzt gar nicht nachziehen. Okay, ihr seid wenigstens... Na, das wird alles sehr schrecklich. Es wird alles schon ziemlich schrecklich.
Weil, Gott, sind das viele. Und wir haben, das weiß man nicht, wir haben in der das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, haben wir gerade zwei unserer besten Charaktere verloren. Also das wird alles ziemlich schlimm. Ja, confirm. Dass die jetzt da so bunt sind zusammen, heißt, dass sie Klonen sind, wie bei mir auch auf der Seite. Aber du wärst fast tot, du bist leider nicht ganz da. Du bist... Oh, noch nicht Meier. Which is cool. Du bist Meier. Na. Oh Gott, das heißt, du bist ein leicht Meier das nächste Mal. Ja, du musst ja jetzt auf die Echse schießen. Ich kann mir eh nichts aussuchen. Ich weiß nicht, wieso du so tust, Spieler, das könnte ich mir was aussuchen, wenn es immer nur eine dreckige Lüge ist. Wow, wir haben die Echse gekillt. Okay, that's something. Leider wird mein lieber Wladimir, glaube ich, ein bisschen das Zeitliche segnen. Okay, nochmal gut gegangen, nochmal gut gegangen. Wer ist der 6,2? Oh, okay. Nur der Untote. Yes! Murder him! Okay, das heißt, du kannst sogar fast... Naja, du kannst nicht nur fast, sondern ganz ihn angreifen. Weil 19 Damage killen ihn noch nicht ganz. Aber die können sich jetzt aussuchen, was sie schießen. Ich kann mir jetzt aber auch aussuchen, was ich schieße. Ja, wieso sehe ich nicht, wie viel Damage die machen? Also wir sind schon am Ende des zweiten, das heißt, das bringt... Naja, doch. Bring mir dich um, du bist am... Also nicht um, aber mach mal an dir Schaden. Du bist das größte Problem. Okay, noch nicht tot. Jetzt waren die zwei Runden vorbei, also sie kommen alle zweimal dran. Dann geht's weiter. Jetzt kommt die nächste. Oh, ich habe meinen Auserwählten. Da, 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 da. Boguslav in der Haus. Das hier ist der Herr Baumitsch. Brauche ich Zahnpasta? Ich verstehe nicht. Zahnpasta. Sicher heißt es bei uns Zahnpasta. Tempota. Heißt es auch so? Zahnpasta? Wieso soll ich Zahnpasta brauchen? Warte. Meint ihr mit Zahnpasta was anderes in Deutschland? Not sure. Jetzt bin ich verwirrt. Aber zuerst muss ich jetzt mal mehr hier tanken, bevor ich noch weiter verwirrt bin. Weil ich so ein bisschen verwirrt bin. Naja, es kann aber niemand tanken. Genau, nein, es wird jetzt Zeit für die Jäger. Wir fetzen euch jetzt weg, meine lieben Freunde. Bam. Boguslav in the house. Jetzt hat er mich geschwächt, was für ein Ass. Okay, vielleicht kommen doch diesmal die Kinder dran. Mal schauen. Zuerst haben wir den Bogi nochmal raus. Aber das ist den Bogi schon geschlecht. Wichtig, aber du stirbst nur. Nein, ich kann den Waldemar nicht raushauen. Naja, Wladimir, sorry. Waldemar war der, der gestorben ist. Hast du jetzt nur noch sie? Ja, kannst du bitte aufhören, meinen armen, kleinen, unschuldigen Bogi, der Auserwählte, ihm dermaßen zuzusetzen? Das ist nämlich nicht okay. Ja, wir können sie noch ein bisschen verlangsamen da oben. Und sich am wenigsten was machen als... Ja, okay, jetzt bist du langsamer, als wir jemals sein werden. Also zumindest für einen Moment. Ich will das Kind immer noch nicht wirklich denken lassen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, das ist Sentimentalität, aber ich kann mir nicht helfen. Oh, du kannst tanken. Ja, tank halt du mal ein bisschen. Ah, nicht vor sie. Naja, ist auch egal. Ah, jetzt kommt der Herr plötzlich wieder, ha? 17,4. Junge, du bist sowas von weggefetzt, bevor du auch jemals dran gekommen bist. Oh, wir können ja nochmal Summon and Living machen, ich Trottel. Bam. Chancenlos sind sie. Chancenlos. Servus, Shagger. Stream am Donnerstag, ein bleibendes Novum? Nein. Es ist nur, weil ich Ferien habe. Deswegen muss ich jetzt nie arbeiten am Abend. Deswegen kann ich die ganze Zeit streamen. Und ich will halt im 4-2 möglichst weit kommen drin, damit es nicht wieder instabil wird. Damit wir tatsächlich mal weit fortschreiten im Spiel. Vielleicht wenigstens mal zu einer nächsten Insel kommen, wäre cool. Bam. Naja, es war noch nicht wirklich Bamstick. Aber ich meine, wir kommen die ganze Zeit zuerst dran. Haben sie fertig gemacht? Das ist nicht mal wer... Ich meine... Der kann sterben, der Wladimir, weil er weniger als 30% HP haben. Hat, aber... Das fände ich sehr unsympathisch, Spiel. Please don't do this. Wir haben schon wieder Evan Medium Armor bekommen. Wir haben ein bisschen Stahl bekommen. Ja, der Wladimir... und die Mariana, genau, da war ja was. Da war ja was mit der Mariana. Das könnte unangenehm werden. Können wir mal chillen und bitte nicht sterben? Können wir uns einfach alle darauf einigen? Dass Sterben eine schlechte Idee ist und dass das etwas ist, was wir auf keinen Fall machen wollen. Vor allem, weil ja schon so viele vorher gestorben sind, nicht?
Das würde einen schlechten Eindruck machen. Das würde die Moral untergraben. Einfach nicht in der Gegend herumsterben. Einfach nur nicht. Gell? Okay. Jetzt muss ich leider auf nächste Runde klicken, was mir große Angst einjagt. Nein, du Schwein! Wer ist es? Nicht. Okay, es ist Mariana. Huch! Also nichts gegen Mariana wieder. Aber, huch! Gott sei Dank war es nicht der Vladimir. Jo, Vlade? Vlade ist wieder gesund genug. Vlade wird nicht sterben. Vladimir! Yes. Wunderbar. Okay, wir haben jetzt mittlerweile 3 Leute verloren. Diese Kinder müssen mal ein bisschen... ja, Ferien klingen sehr gut. Diese Kinder müssen mal ein bisschen aufwachsen und auch mal anpacken. Ich sag's euch, die heutige Jugend hilft nicht mehr mit. Nein. Als ich klein war, habe ich noch in den Minen geschuftet, aber jetzt gar nichts mehr. Fucking Millennials. Okay, wo geht man jetzt hin? Von hier aus. Das könnte man noch aufdecken. Ich frage mich auch, ob ich jetzt nicht einfach mich schleichen sollte auf den nächsten. Oder, das ist die andere Idee, wir gründen unsere erste Stadt. Wir haben jetzt so viele Leute verloren. Vielleicht brauche ich jetzt doch keine Stadt mehr gründen. Weil wir eh kein so großes Dörfchen mehr sind. Nur overencumbered sind wir halt wie blöd. Kann ich mir ein leimendes Schiff zulegen? Ich muss aber doch nochmal kurz hier durch, leider. Aber schaut mal, wie wenig weit. Wir haben 4 Fortbewegungen. Es ist echt ein bisschen tragisch. Ja, kannst du bitte nicht. Es ruckelt schon. Es tut schon wieder stocken und bocken, das Spiel. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Wir machen ein bisschen mehr Fishcake. Damit uns das Essen nicht plötzlich ausgeht. Holztechnisch schauen wir eh noch gut aus, glaube ich. Jetzt haben wir leider unseren Gatherer verloren. Nicht Gatherer, Craftsman. Also Craftswoman, wenn wir technisch genau sein wollen. Also langsam bräuchten wir schon wieder ein bisschen Holz. Wir schleppen uns nur mit anderem Zeug ab, das man nicht verbrennt. Okay. Dann gathern wir auch mal ein bisschen was wieder. Holzmäßig, ja. Hat man noch ziemlich viel zusammen bekommen in einer Runde. Sudden gusts of wind heralds the coming of a dirt storm trying to find shelter. Machen wir, ich glaube, das können wir jetzt auto-resolven. Was? Victory with serious injury? Das glaube ich aber nicht. Das machen wir wieder händisch. Ah, okay, da bist wieder eigentlich nur du für alles zuständig. Wobei, wie kann ich in die zweite Reihe hocken, was irgendwie nett ist. Ich weiß nicht, wieso mir diese Idee gefällt, aber sie gefällt mir. Machen wir dich in die erste. Ich habe so ein Ohrwurm mittlerweile von dieser Musik. Kinder, nein, die geistige Gesundheit der Kinder sollte ich wieder nicht opfern. Ah, dich kann ich auch in die erste Reihe stellen damit. Ja, du tankst das mal locker weg, also nicht wirklich, aber so halb locker weg. Und du haust da mal 19 Schaden hinterher. Kannst du bitte nicht zweimal hier? Ich meine, was ist das für eine depperte Idee? Naja, dich kriegen wir nicht gekillt, leider. Nimm mal einen Lullaby raushauen. Jetzt hier beide ein bisschen langsam, aber nicht viel, leider. Dreimal mittlerweile. Ich meine, irgendwann bist du dann schon tot. Ich habe noch einen Aktionspunkt, den ich verwenden kann. Ja, chill mir dich noch irgendwo dahin. Und hoffen, dass ich... Naja, vielleicht kriegen wir dich bevor... Warte mal, 12,0 ist das? Vielleicht... Warte, bist du... Wer ist zuerst dran? Au, ja, einmal eh klar. Aber dann bist... Na, das Viech ist nochmal zuerst dran, bevor er dran ist. Mega nervig. Aber du schießt auf ihn. Nett von dir. Jetzt bist du hier. Bam, bam. J-Boy ist besser im Craften geworden. Hm. Gather the stuff and leave. Jetzt haben wir schon wieder mehr Zeug. Wir können nicht die ganze Zeit nur mehr Zeug bekommen. Oh ja, dann 2 Flying Daggers wird besser. Mein Freund. Ustka. Beste Jägerfertigkeit. Okay, weiter geht's. Wieso haben wir jetzt schon wieder... Wir haben 2 Fortbewegungen, das kann so nicht weitergehen. Aber ich weiß nicht, was ich alles wegwerfen soll. Ich habe so viel... Ganz okay ist... ich glaube, wir müssen vielleicht...
Wir müssen vielleicht den ganzen. Ich meine Sandstone Heavy Armor. Wie schwer bist du? Du bist 97. Ich habe schon viel bessere Sachen als. 261. Das ist lächerlich. Meine Medium Armor ist besser als der Schwachsinn. Da, Monster Bone Heavy Armor. Das ist die Heavy Armor, die wir behalten. 100. Das ist das 97. Ist wenigstens nicht so schwer. Wir können es einfach. Wir können selber bessere Sachen herstellen. Nein, wir hauen jetzt mal ordentlich von dem Zeug weg. Dann war alles viel zu schwer. Das Schild war okay, das ist nicht okay. Monster Heavy Armor ist okay, Monster Medium Armor ist nicht okay. Der Bogen, Wooden Bow, nein, ich mache mir einen besseren Bow, wenn ich einen haben will. Wooden Artifact brauche ich nicht, mache mir ein besseres Artefakt, wenn ich einen haben will. Sandstone Crafting Tool, fuck it, weg damit. Kein Mensch braucht Gemüse. Den Dingen machen wir eigentlich auch besser, wenn ich welche haben will. Dann haben wir mal zumindest eins von den beiden Schilden weg. Das hauen wir weg. Du bist zumindest ein 5,2. Auch ein 5,2. Das ist halbwegs vertretbar. Bone Heavy Armor ist auch völliger Schwachsinn. Wir haben eh nicht die Monster Bone Heavy Armor weggehaut. Gell? Nein. Wie viel ist das immer? 982 haben wir schon weggeworfen. Ich bemühe mich redlich. Hat jetzt irgendwer von euch das Pferd eigentlich auch umgestaltet? Okay, das passt für den Moment. Können wir uns jetzt ein bisschen weiter bewegen? Ja, jetzt können wir uns wieder 4 weit bewegen, was immerhin schon etwas netter ist. Ja, es ist der originale Österreichische Simulator. Ist das bessere Spiel als Farming Simulator 2018. Oder heißt es 2019? Ich finde, wir spielen das gerade alle, denen ich zuschaue. Wir brauchen nicht noch mehr Holz. Wir kriegen definitiv mehr Wissenschaft als. Oh! Der Cheber und die gute Ustka haben sich ein wenig einen schönen Abend gemacht, sagen wir es mal so. Two of you enjoy some time together. Perhaps you are friends, perhaps more. Okay, und jetzt ist der Storch wieder gekommen. Wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir bald durch. Wollte ich jetzt? Ja, da wollte ich schon noch hin, aber das ist ein 7er Kampf, den checke ich auch nicht weg. Ich glaube, wir müssen die Ruine da unten nicht unbedingt anschauen gehen. Ich glaube, wir müssen auf die nächste Insel für irgendwie mehr, bessere, coolere Ressourcen. Oder kann man aus irgendwas dann, warte mal. Ich glaube, man konnte dann angeblich aus irgendwas neue Ressourcen machen. Es gab nämlich ja da noch ein drittes Tab. Nein, das ist Favorites. Ist das bei, warte, haben sie gemeint, das war bei Cooking? Materials, ja. Yeah. Oh, das darf ich noch nicht. Wieso darf ich das noch nicht? Jo. Lass mich mal ein paar Materials kochen. Wenn ich erst nicht bessere freigeschalten habe, nehme ich sie mal stark an. Ja, die Kinder müssten noch ein bisschen aufwachsen, finde ich. Achso, naja, für was mache ich das? Können wir noch mal kochen? Dabei? Einmal Fisch, noch einmal Früchte. Confirm. Unendlich lange. Und ihr beiden könnt euch hier mal wieder dran setzen. Dankeschön. Nochmal 36 mehr. Das heißt, am Verhungern sind wir sobald nicht. Immer nett zu wissen ist. You enter the swamps where the air is thick with lingering darkness. As you travel through the swamps, you fall into a small bog. Within seconds, you are swarmed by a mass of bulky, mud-like creatures that spit toxic goo at you. Try to run away. Remain calm and look for a way out. Naja, wir sind super ruhig. Nein, bitte. Naja, wir akzeptieren jetzt mal den Outcome. Was? Oh, plus? Wait, what happened? Moment mal. These are clearly swampers. The younglings of mud trolls. Ja, nee, das wollte ich eh gerade sagen. They can be very dangerous in a swarm. Schau, ich hab nee gesagt, das ist nur für Matze-Samen hier. They can be very dangerous in a swarm, but they're quite meek and typically friendly unless provoked. You stand still and take a few hits, but make no threatening moves. The swamp is stop bombarding you and scatter. Surprisingly, the swamp is spit cured any wounds you may have had. Schau mal einer an. You also spot the remains of their troll parent.
Gather the loot and leave. Wo ist das Loot jetzt? Der, die, das, was auch immer. Nicht da. Oh, genau, da war ja noch was Interessantes. Warte mal, wie viele Lightbringer Spawn gibt's hier bitte? Vielleicht will ich damit nichts zu tun haben. Das ist nämlich, das ist völlig gestört, wie stark sind die. Aber naja, was sagen wir mal? What you gonna do? Bad boys, bad boys. Ich glaube, wir lassen die für einen Moment in Ruhe. Schauen, dass wir ein paar bei. Niki, was hast denn du? Ich hab dir. Hab ich dir Perception gegeben oder hast du Perception von was anderem? Nein, ich glaube, ich hab dir Mysticism oder Destiny gegeben, wahrscheinlich. Protective Word oder Battle Orders. Ja, machen wir Battle Orders. Ist wenigstens in allen drei Ebenen möglich. Oh shit, ein Beast Nest. Ich traue mich jetzt nicht wirklich, das Beast Nest anzugreifen, weil wir dann wahrscheinlich alles wieder crashen. Daran ist mein letztes Spiel gescheitert. Dass wir es gewagt haben, ein Beast Nest anzugreifen. Großer Fehler. Großer Fehler. Wusste ich halt nur vorher nicht. Da brauche ich mir zwei Runden. Für ein bisschen Leder. Chillen wir jetzt zwei Runden. Naja, wenn ich schon angefangen habe, irgendwie schon. Noch eine Ruine. You come across the ruins of a town and was torn asunder by the shattering. Clearly, but more than that, there is an odd light beaming from the gash. Wenn ich diesen Place jetzt searche, dann kriegen wir irgendeinen Fluch, glaube ich. Also follow these tracks und dann defenden wir uns. Ich meine, Level 1, come on. Accept outcome. There we go. Easily done. Okay, du kannst dich nicht mehr weiter bewegen, also wirst du wohl hier sitzen bleiben. Nein, ich brauche nicht mehr Shit. Dankeschön. Ich habe... Im Department Shit habe ich schon genug. Oh, du wirst Intelligenz. Wisdom ist leider wichtiger, damit ich dich zum Circa machen kann. Aber die Intelligenz für den Circa selber ist dann wichtiger. Also wir machen dich mal super schlau und hoffen, dass das was hilft. Ich finde es komisch, dass für alle Sachen immer Wisdom wichtig ist jetzt gerade. Also wenn die Kinder zu ihre Berufe ergreifen. Wo es eigentlich so viele mehr Attribute gäbe. Ja, wir können uns natürlich auch wieder... You're ambushed by goblin bandits. Wir können die bekämpfen. Agree to give up some of your fairies. guter Scherz. Nein, wir kämpfen natürlich. Begin. Ein Wildschwein haben sie auch dabei. So, der Boguslav ist nicht. Der Boguslav ist jetzt irgendwie am Anfang nie dabei. Nervt ein wenig. Wir haben nochmal zuerst dann Madame Double Toss hier raus und schauen, was passiert. Okay. Dann haben wir mal zwei an Living hier raus und dazu noch, I don't know, vielleicht nochmal dich. Bams dir mit 15 Schaden. Dann nochmal mit 6, das ist wieder der Schaden, wo 20% vom gemachten Schaden in Heilung verwandelt wird für ihn. Wir haben jetzt natürlich wieder alle Tanks verbraucht, weil wir ja keine Tanks haben in Wahrheit. Weil das Leben hart und ungerecht ist. Jada, jada, jada. Aber du hast wenigstens ordentliche Rüstung. Check dich mal dahin. Und dann denke ich, hauen wir dich nochmal raus mit 31. Das kann auch nicht schaden. Also außer du kriegst jetzt voll aufs Maul, weil du wen dahin... Yeah. Dann kannst du schauen. Wer ist zuerst? 16? Ja, okay, ich bin zuerst. Das heißt, du wirst eh schon ermordet. Aber der kann sich auch aussuchen, wo er hinschießt. Das ist ein bisschen unangenehm. Jetzt kommst du hier ein paar Mal dran und dann komm ich nochmal fett dran. Okay, du malträtierst nur meinen Untoten. Du hast genug Rüstung, das ist fein. Oh, ich darf es mal aussuchen. Na, wir killen mal dich weg hier. Warte mal, wer ist es? Weapon Attack, das ist sie. Okay, nein, wir hauen dich weg, weil dann kann ich jetzt mit dir wahrscheinlich auf größeres Zeug schießen. Ah, du schießt automatisch. Which is fine. Er hat auf das Größere geschossen. Bam! Weg!
Wunderbar, jetzt ist nur noch das Wildschwein dran, das ist halb so schlimm. Oh, 20 Schaden. Upsi, halb so schlimm. Anders interpretiert. Ist aber okay. Nice. Ich meine, es war nur ein Level 3 Encounter. Dafür haben wir jetzt schon ein bisschen viel Federn liegen lassen, aber... Shit happens. Ja, wir versuchen nochmal uns ein bisschen mit Elfenwood einzudecken, wenn wir schon da sind. Gehen wir da hin. Können wir uns gleich wieder mit Elfenwood eindecken? Nicht, dass wir eigentlich zu viel davon hätten. Aber ich kann es mir immer noch... Warte mal. Kann ich plötzlich nicht mehr so viel sammeln? Nein, ich bin nur in den falschen reingelegt. Jo. Hau du mal ab. There we go. Immer noch ziemlich overencumbered. Wie groß ist das Inselchen? Ich meine, gut, wir brauchen eh das Elfenboot, um dann unser Schiffchen zu bauen. Was das ist, was ich gleich hier als nächstes tun werde, sobald wir mit der Insel fertig sind. Ich glaube, wir werden hier keine Siedlung bauen. Ich glaube, wir werden einfach auf die nächste Insel ziehen. Vielleicht wächst noch ein Kind auf oder so. Noch mehr Elfenboot. Let's go. Genug Brennholz, genug zu essen. Holen wir uns nochmal ein bisschen was. Wieder 350, also 218 plus 161. Should do the trick. Ja, wir können da mal kurz rüber. Da ist noch eine Ruine. Aber wir können nochmal campen, uns nochmal Elfenwood machen. Wie gesagt, für unser Schiffchen, was wir uns jetzt schlussendlich bauen werden. Ja, ich weiß, dass wir oben gekommen sind. Fight, das sollte ein Auto-Resolve erledigen. Ja. Minus 9, minus 8, das ist nicht gut für ein Kind. Jetzt kann er ja sterben. Leute. Jeber, das passt jetzt wirklich nicht. Was ist denn für dich am besten? Das ist momentan Wisdom, das ist nicht so viel Intelligenz, wie ich dem Mysticism. Ich glaube, ich gebe dir das. Jener sollte Krieger werden. Wisst du was, Mariana? Yo, Mariana. Du wirst jetzt Kriegerin. Das ist fein. You go, girl. Mach dich mal stärker. Investigate the South. Wir brauchen nicht. Aha, ich krieg da immer nur den Schaß und dann habe ich Verletzungen. Ich sollte lieber. Oh, nein, da habe ich gar nicht so schlechte Dinge bekommen. Jetzt muss ich nur wieder was liegen lassen. Weil wir Sandstone und so Blödsinn bekommen haben, was natürlich überhaupt nicht okay ist. Wo ist der blöde Sandstone? Da, weg mit dem Schwachsinn. Den Stahl behalte ich mir gerne. Wir haben auch ein Gathering Tool bekommen, das wir sicher nicht brauchen. Ja. Wurden Gathering Tool, was das? Weg damit! Mit all diesem Blödsinn! Mit zwei von diesen Amber Wands? Weg mit dem einen. Ich meine, so schwer werden die wohl nicht sein. Metal Gathering Tool ist wenigstens annehmbar. Können wir wieder 188 liegen lassen? Können wir jetzt ein Schrittchen weitergehen? Nein. Das ist fein. Können wir das Camp breaken? Und denne! Glaube ich, ist es soweit. Ah nein, warte, soll ich noch die Ruinen hier abklappern? Kommen da nicht immer neue? Oder sollte ich irgendwann wieder versuchen, dahin zu kommen, wenn wir bessere, also da oben meine ich. Moment. Wenn wir bessere Leute haben dafür? Weil mein Selka hat irgendwie nicht dafür gezählt, dass ich ein Magiebegabter wäre. Aus welchen bösartigen Gründen noch immer. Oder ich scheiß drauf und fahre schon auf die nächste Insel. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Muss ich auf jeden Fall jetzt einmal kurz machen. Muss es aufs Klo gehen. Ich bin gleich wieder da.